Leg mir am Arsch. Ich soll ja nichts machen. Ort suchen, an dem ich so. Anscheinend habe ich, glaube ich, mehrere Nebenquests, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Ich weiß eh, du willst mir die Waffe zeigen, aber die ist halt schlechter, dementsprechend will ich sie auch nicht. Wieso hat eigentlich bis jetzt nur sie Fähigkeitspunkte eigentlich gekriegt? Alle anderen können scheißen gehen, oder was? Oha. Ich wollte schon sagen, sind die jetzt zurückgesetzt worden? Okay, kann ich irgendwie jetzt nicht so ganz nachvollziehen, aber ja. Durch das ich relativ gerne den Blitz verwende, mache ich eigentlich mal Blitz. Machen wir gleich den Blitz fertig. Adrenalinstoß. Und ein bisschen das Herz. Dass wir das, die zwei Sachen supporten. Sie war das. Jetzt check ich's gerade bei hier. Aber immer nichts, Alter. Sie habe ich am meisten dabei. Sie habe ich am längst dabei, Digga. Sie hat gerade mal Stufe 1 erreicht. Gerade mal so irgendwie. Bin eh gespannt, was Maximallevel ist. Reden kann. Naja, ich will ja noch schauen. Codex, Briefe, ich weiß jetzt zwar nicht, wie wir da jetzt in die Richtung gehen können mit den Missionen. Ja, das war schon immer ein bisschen tricky. Ja, wurscht, los mal. Oder kann ich wechseln? Nein. Na, okay, passt. Nee. Schauen wir später. Mir ist ja wurscht. Können. Oh, wir machen sowieso Moment was. Mal. Dieser Raum war doch vorher noch nicht da. Nee. Oder etwa doch? Der nicht. Neff oder Harding müssen ein Gepäck hierher gebracht haben. Gute Idee. Oh, sexy. Lazarett. Ich kann mir einen Moment nehmen, um meine Sachen auszupacken. Ja. Ja. Das Zimmer hätte ich mir auch gegönnt. Stepper, du, der super Hit, naja. Schöne Aussicht, kannst du vielleicht das eine oder andere Mädel einladen. Man weiß ja nie. Beric und seine Lebenslektion. Ich habe ihn gefragt, wie wir Solus aufhalten sollen. Und er gab mir das hier. Blickt lange hinein. Er wird immer das Gesicht eines Helden zeigen, der Dinge erledigt. Das wäre so lustig, wenn das wirklich das wäre. Option der Geschlechtsidentität. Ich weiß nicht, ob ich das Gesicht eines Helden sehe. Aber dieses Gesicht hat jedenfalls schon viel gesehen. Ich habe neue Narben. Manche sind im Spiegel sichtbar, andere nicht. Aber Varric hat damals an mich geglaubt. Und er glaubt jetzt an mich. Ich schaffe das. Ich glaube, ich kann dann wechseln. Ich glaube, ich kann dann wechseln, das Aussehen. Das wird vielleicht ungefähr auch noch zusätzlich gewesen sein. Nur das hier ist von dem Artefakt übrig, das Varric und die anderen am Tag unseres Kennenlernens im Alettenwald festhielt. Und es ist die einzige Erinnerung, die von meiner Zeit bei den Schleierspringern noch übrig ist. Strife sagte, er wolle mich nicht wiedersehen, bis mir jemand ein wenig Vernunft beigebracht hätte. Rückblickend hatte Strife recht. Wir hatten Glück, dass meinetwegen nicht viele Leute gestorben sind. Ich muss besser darin werden, das Gesamtbild zu sehen. Hm. Ja, frische Leinwand, da kommst du immer wieder zurück. Nach einer gewissen Mission lässt was platzieren, damit es auch mehr so dieses Zuhause-Feeling kriegt. Ja, ja. Klingt gut. Ein Krämer hat mir das gegeben, nachdem ich seine Karawane vor Banditen gerettet hatte. Er sagte, Adlige würden herrschen wie beim Schach, weil jeder Zug bestimme, welche Spuren die Menschheit in der Welt hinterlässt. Wir müssen aufhören, einander zu bekämpfen und uns den wahren Problemen zuwenden. Sonst werden die Götter Spuren hinterlassen, nicht wir.
Boah, recht hat er da recht, der Beistepper, der da, Wahnsinn. Das Werkzeug aller professionellen Schurken bei der Berufsausbildung. Ich habe ebenso oft Schlösser geknackt und Gifte gemischt, wie ich mit Klingen oder dem Bogen geübt habe. Der hat noch nie ein Schloss aufmachen müssen. Was für ein Schloss, aber. Es hat sehr lange gedauert, bis die alchemistischen Mixturen richtig waren. Aber was ich gelernt habe, hat mir mehr als einmal das Leben gerettet. Digga, jedes Mal Überdosis. Oder jedes Mal irgend so Versuchskaninchen so genommen. Also, war super. Wie stelle ich eine Verbindung zu Solis her? Muss ich einfach nur einschlafen oder Entspannung? Ich muss vielleicht irgendwie meinen Geist leeren. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Und das habe ich immer wieder gesagt, dass er immer wieder einen Auftritt hat. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, liebe Leute. Ihr seid schon wieder zurück. Das heißt, wo die Lage ist schlimmer, als ich dachte. Hallo, Schreckenswolf. Oh, aber vielleicht irre ich mich ja auch. Womöglich seid ihr ja hier, um mir mitzuteilen, dass meine Befürchtungen gänzlich unbegründet waren. Habe ich die Gefahr überschätzt? Ich habe jedenfalls nicht vor, mit euch darüber zu diskutieren, ob das, was ihr gesagt habt, zutrifft. Mag sein, aber nur um das klarzustellen. Es trifft zu. Ich muss wissen, was die Götter vorhaben. Ihr bittet um Wissen, das kein Sterblicher auf dieser Welt besitzt. Wenn ich es mit euch teilen soll, muss ich wissen, was euch dazu befähigt, den Kampf gegen Elganan und Ghelenain anzuführen. Ich habe nicht den Befehl über alle. Ich führe einfach nur meine kleine Gruppe an, bis Varric wieder auf den Beinen ist. Ich verstehe eure Angst. Wenn ihr euch zum Anführer erklärt, könnten andere denken, ihr wärt machthungrig. Nicht besser als jene, die ihr bekämpft. Ich habe nicht gesagt, dass ich Angst hatte. Bei den Schleierspringern befand ich mich einmal in einem gefährlichen Abschnitt des Waldes, der voller wilder Magie war. Meine Gruppe kam frei, aber nicht vollzählig. Viele saßen noch in der Falle, darunter auch Varric. Also habt ihr eure Befehle missachtet und sie befreit. Woher wisst ihr das? Ihr habt Varric fast ein Jahr lang dabei geholfen, mich zu verfolgen. Es wäre dumm gewesen, nicht mehr über die in Erfahrung zu bringen, die Jagd auf mich machten. Dann wisst ihr ja, dass mich Titel nicht interessieren. Aber wenn etwas getan werden muss, bin ich zur Stelle. Nun, ich schätze, ich war zu Beginn vermutlich gar nicht so anders als ihr. Zu Beginn wovon? Meiner Rebellion gegen die Evanuras, die Elfengötter, wie ihr sie nennt. Sie wollen wieder die Herrschaft über diese Welt übernehmen. Um das zu erreichen, werden sie zwei Dinge brauchen. Erstens die Verderbtheit. Was in dieser Welt existiert, ist lediglich ein Bruchteil ihrer Macht. Der Rest ist eingesperrt, bis sie sie freilassen. Ah, das finde ich jetzt aber gut, dass wir auch wieder mehr Informationen kriegen. Yippie! Ich verstehe das nicht. Elganan und Ghelenain waren doch einst Altelfen wie ihr, richtig? Wieso also sollten sie die Welt verderben wollen? Daran bin ich schuld. Als Schreckenswolf war ich ihnen ein Dorn im Auge. Als meine Bemühungen ihre Kontrolle über das Volk der Elfen schwächten, hat sie das verärgert. Dann wurden sie verzweifelt. Und haben sich der Verderbtheit zugewandt. Richtig. Als sie ihr schließlich erlagen, wurden sie blind für ihre Schrecken. Sie war für sie lediglich eine weitere Quelle der Macht. Jetzt würden sie die Welt ohne zu zögern verderben und uns dafür, dass wir sie bekämpfen, als kleingeistig und töricht bezeichnen. Dann werden wir ihre Pläne durchkreuzen, egal wie die auch aussehen werden. Um den Kerker der Verderbtheit zu erreichen, müssen sie den Schleier durchstoßen. Mein Lyrium-Dolch ist eines der wenigen Dinge, die dazu fähig sind.
Wir haben ihn bereits an der Ritualstätte geborgen. Ausgezeichnet. Das heißt, Sie müssen Ihren eigenen herstellen. Das verschafft euch Zeit. Ihr sagtet, die Götter bräuchten zwei Dinge und die Verderbtheit sei das erste. Was ist das zweite? Anhänger. Sie bezeichnen sich selbst als Götter. Und was wäre ein Gott ohne Gläubige, die ihn anbeten und ein Loblied auf ihn singen? Ihr denkt, sie wollen ihre einstigen Untertanen zurück? Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das Volk der Elfen das Knie vor mordlustigen, verderbten Monstern beugen wird. Dem stimme ich zu. Aber die Elfen sind Elganan und Gilenain gleichgültig. Sie werden ihre Gläubigen unter jenen finden, denen es nach Macht giert. Unter Tyrannen. Unter den Grausamen und Korrupten, die ihre eigene Verletzlichkeit fürchten und jede Gelegenheit, sich stark zu fühlen, ergreifen. Wenn ihr Jagd auf sie macht, werden sie euch zu Elganan und Gilenain führen. Ich finde das schon richtig geil, in was das für eine Richtung führt. Allein schon auch, du hast halt immer wieder auch so ein bisschen dieses Gefühl, so Solas ist gar nicht so wirklich so böse, wie man eigentlich glaubt. Das finde ich immer irgendwie extrem geil. Danke. Ich werde ein wenig unter den Grausamen und Korrupten herumstochern. Dann sehen wir ja, was sich ergibt. Der Virevars, der Leuchtturm Illuvien, kann euch überall hinbringen, wenn ihr seine Geheimnisse ergründet. Ist euch das gelungen? Noch nicht, aber wir haben eine Schleierspringerin, die das auf jeden Fall hinkriegt. Alles Weitere wird sich dann schon ergeben. Ja. Ich schätze, das wird es wohl. Und wenn ihr mit Varric sprecht, sagt ihm bitte, dass ich bedauere, was passiert ist. Ich finde schon irgendwie, er erzählt aber auch schon ein bisschen zu viel in Solas. Also, bei manchen Sachen sollte er vielleicht dann doch vielleicht die Schnauze halten. Aha. Interessant. Was ist denn da? Garderobe? Ja, wenn wir da so ein bisschen unterwegs sind, vielleicht aussehenstechnisch oder so, dass wir da... Ui! Jetzt sag her, Digi! Wie schon weißt du, Alter, wie du ausschaust, Bur. Ja, schaut schon mal sexy aus. Würde aber trotzdem sagen, ja, er sollte... Oder warte. Freizeit, ja, na, nur noch Freizeitkleidung. Ja, Freizeitkleidung kann er schon wechseln. Safe. Die Freizeitkleidung soll er schon wechseln. Wie schaut's bei ihr aus? Es dauert noch. Weißt du, wenn ich da was freischalten könnte, würde ich auf alle Fälle gern was nehmen. Was ist, wenn ich da eigentlich mal auf nix drücke? Ich frage nur für einen Freund. Macht jetzt gerade überhaupt keinen Unterschied, aber passt schon, ja, ist schon in Ordnung. Alles klar, Digga. Was ist denn da sonst noch alles? Achso, jetzt tust du einfach nur quasi das, was wir jetzt gerade haben, hin und her verschieben, gell? Passt schon, wurscht. Drauf geschissen. Ich finde das aber auch nicht schlecht, das Freizeitkleidung. Muss ich schon sagen. Kann ich da... Ja, besprich dich mit der Gruppe. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Achso, bei ihr haben sie ja Spiegel an der Wand. Wer ist der Hübscheste im ganzen Land? Also ich nicht. Ja, es passt eh. So wie wir das gemacht haben, passt das eh. Find's aber eh gut, so, dass man es gleich wegkommt. Also die Wahrheit über die Götter gesagt. Ihr wisst also schon Bescheid? Es ist schlimm, Varric. Hättet ihr Demeters Übergang gesehen? Die Gruppe muss rasch handeln. Und das geht nicht, wenn ihr Anführer bettlägerig ist. Ihr müsst die Führung übernehmen. Ich kann nicht tun, was ihr tut. Ich konnte die Gruppe in eurer kurzen Abwesenheit kaum zusammenhalten. Ihr müsst nicht tun, was ich tue. Ihr müsst lediglich die Aufgabe erfüllen. Rook, als ich diese Gruppe zusammengestellt habe, nach wem habe ich da gesucht?
Nach einer Detektivin, um den Schreckenswolf aufzuspüren, und einer Späherin, um die Lage zu sondieren. Ich habe genau die Leute rekrutiert, mit denen er gerechnet hatte. Diszipliniert, berechenbar. Und dann seid ihr noch ihr. Erinnert ihr euch an unsere erste Begegnung, Kleiner? Während dieser ersten unglücklichen Arlethan-Expedition. Nicht der vor kurzem. Uns griffen immer wieder Dämonen an. Dutzende, Hunderte. Aber ihr habt nicht aufgegeben. Ihr habt einen Weg aus diesem Wald gefunden. Uns aus seinen dunkelsten Tiefen zurück an einen sicheren Ort geführt. Die magische Karte war allerdings weg. Das hat einige Historiker verärgert, aber... Ihr habt eine echte Gabe, Kleiner. Wofür? Einen Weg durch die übelste Scheiße zu finden, die ich je gesehen habe. Mithilfe eines Plans, mit dem niemand rechnet. Jemanden wie euch hätte Solas nie im Leben erwartet, Rook. Und keine Sorge, ich stehe hier zur Verfügung, wenn ihr reden wollt. Ja, das ist aber praktisch. Es gibt da etwas. Demeters Übergang war furchtbar. Wir haben dort nur einen einzigen Überlebenden gefunden, den Bürgermeister. Ihr habt ihn zu den Schleierspringern zurückgebracht. Nicht alle waren zufrieden mit meiner Entscheidung. Wir fangen gerade erst an und ich verliere bereits ihr Vertrauen. Der Schlüssel zum Vertrauen der Gruppe ist nicht, nur Entscheidungen zu treffen, denen alle zustimmen. Es geht darum, dass die Gruppe weiß, dass ihr euch alles anvertrauen kann, auch wenn ihr nur Mist redet. Und dass ihr zuhören werdet. Oh, ich finde das... Also, er wirkt quasi wie so eine Art Mentor. Das hat ein gewisses Feeling. Hat Neff euch von meinem Gespräch mit Solas im Nichts erzählt? Griesgram und ich hatten früher viele gute Streitgespräche. Ich will mir nicht vorstellen, wie es wäre, ihn in meinem Kopf zu haben. Aber wie fühlt ihr euch damit? Wie ich mich damit fühle, ist egal. Ohne sein Wissen können wir die Götter nicht aufhalten. Da seht ihr es. Ihr müsst ihn nicht lieben, um mit ihm klarzukommen. Ich soll euch außerdem ausrichten, dass er bedauert, was passiert ist. Dass ihr verletzt wurdet, meine ich. Griesgram ist sentimental. Er kann die Welt in Brand stecken und dann wegen einer einzelnen Blume mit schwarzen Blättern weinen. Als ich an der Ritualstätte übernahm, musste ich entscheiden, wer mich begleiten sollte, um die Statue umzustürzen. Es war meine erste Entscheidung als Anführer der Gruppe. Und Harding wurde dabei verletzt. Ihr habt eine Entscheidung auf Basis eurer Informationen getroffen. Manchmal werden daraufhin Leute verletzt. Oder Schlimmeres. Was hättet ihr getan? Was ich getan hätte? Wahrscheinlich wäre ich getötet worden und hätte das Ritual nicht aufgehalten, wenn ihr nicht eingegriffen hättet. Es ist nicht so, dass gute Anführer niemals Fehler begehen. Aber sie geben es zu, wenn sie einen machen. So gewinnt man Vertrauen. Ihr solltet euch jetzt etwas ausholen. Ihr schafft das schon, Rook. Nur noch eines, bevor ihr geht. Ich habe mir das Gehirn darüber zermartert, wer uns mit diesen Göttern helfen könnte. Ist euch etwas eingefallen? Nein. Aber Anführer müssen nicht immer selbst alle Antworten wissen. Sie müssen die Leute kennen, die sie haben. Neff hat Verbindungen zu einer ganzen Welt, die Harding und ich kaum kennen. Ein Gespräch mit ihr könnte sich lohnen. Ich verstehe. Danke, Varric. Jederzeit gern. Oh, es hat dieses Mentoren-Feeling und das ist geil. Das ist, sowas liebe ich. Sowas ist richtig geil. Ja, dann machen wir mal eine kleine Besprechung. Leider, Kuhmann. Kommt alle. Wieso kurz? Der tut schon wieder da hingeklettert. Das ist ein Wahnsinn, der Bub. Passt nicht klopfen, geh einfach beinahe deine. Beinhart. Hey, Neff. Hallo, Irrlichter. Ja, sie sind noch hier. Aber egal, ihr braucht einen Ansatzpunkt. Ihr braucht Verbündete, um die Götter zu jagen. Ich weiß, wo man suchen muss. Wir müssten nur an einen anderen Ort als Alethan kommen. Bellara arbeitet daran. Was habt ihr? Fangen wir damit an, was wir wissen. Die Götter sind personifizierte, verderbte Magie. Wen heuern wir an, um das zu bekämpfen? Zunächst mal die Krähen von Antiva. Ihr wollt Götter mit Assassinen bekämpfen?
Nicht mit irgendeinem Assassinen, mit ihrem meistgefürchteten Magiertöter, dem Dämon von Virantium. Ma beiste, du, das ist jetzt wer? Beunruhigt euch die Vorstellung, mit einem gefürchteten Magiertöter zusammenzuarbeiten, denn nicht? Nein, solange er keinen Mordauftrag gegen mich hat, sehe ich da kein Problem. Oh, na dann. Schick aber mal was weiter. Gut, überzeugt? Dann ziehen wir jetzt die Krähen auf unsere Seite. Hals- und Beinbruch dabei. Der Dämon hat seinen Spitznamen dadurch erlangt, dass er Blutmagier und Venatori ausgeschaltet hat. Und soweit ich weiß, ist sein Ruf wohl verdient. Ich bin nie hinter seinen echten Namen gekommen. Und in den letzten Jahren ist es ruhiger um ihn geworden. Die Krähen müssten aber mehr wissen. Ich kann ein Treffen mit ihren Anführern in die Wege leiten. Das ist fantastisch. Danke, Nev. Dafür bin ich hier. Ihr sagtet, wir bräuchten zunächst mal die Krähen. Was steht noch auf der Liste? Ein Ausflug nach Hause. Zurück nach Minrathis. Die Hauptstadt und das Herz Tevinters. Eines Magierreichs, das sich nur allzu gut mit verderbter Magie auskennt. Die Obrigkeit Tevinters... wird uns nicht helfen und ist nicht vertrauenswürdig. Deshalb reden wir auch mit den Schattendrachen. Sie sind eine Widerstandsgruppe, die Sklavenhändler, Blutmagie und jegliche Verderbtheit im Reich bekämpft. Sie haben überall Augen und Ohren, darunter auch meine. Wenn die Götter im Reich agieren, könnten wir vielleicht etwas erfahren. Abgesehen davon sollte ich sie mal wieder auf den neuesten Stand bringen. Die ist jetzt interessanter. Das ist geil. Sind sie alle Magier? Tevinter mag seine Magier über alle Maßen schätzen, aber die Schatten nehmen jeden auf. Ihre Ziele betreffen uns alle. Es klingt, als wären diese Leute wirklich großartig. Ich meine, falls sie auch nur annähernd so sind wie ihr. Niemand ist so gut, wie er nach außen wirkt. Aber sie geben sich Mühe. Wir reden also mit den Krähen in Antiva und den Schattendrachen in Minrathis. Ich würde außerdem gern mal wieder in meinem Viertel vorbeischauen. Falls Belara für uns bereit ist. Ja, wir sollten nachsehen, wie es läuft. Vielleicht eine kleine Extra-Quest? Wo man sagt, wie damals in Mass Effect? Für Verbündete und so. Würde ich schon geil finden. Würde ich schon mal definitiv sehr, sehr geil finden. Klar, ein Gott hat natürlich nicht gereicht. Es mussten gleich drei sein. Ah, beim Tagebuch muss ich dann vorbeischauen. Okay, sie hat einmal nichts mehr zum sagen. Was der, ich schau sicherheitshalber mal ganz kurz drüber, wo wer ist, wem ich ansprechen kann. Ja, sie will ja ein bisschen quatschen. Ja, dann tun wir gleich mit ihr quatschen, na sicher. Ja, schauen wir gleich bei ihr vorbei, was sie zum sagen hat. Ja, die will sowieso 100% ein bisschen quatschen. Wegen die Fähigkeiten und so weiter und so fort. Safe, safe. Tulda Isatunol Vidun Garvalos Atredum. Aber Valos Atredum ist doch was ganz anderes als Isatunol. Isatunol? Ich erinnere mich, nachdem ihr den Dolch berührt hattet. Das Gebet, die Verkündung. Isatunol. Was genau verkündet ihr? Sie erinnern sich nicht. Niemand erinnert sich. Wir wissen nicht mal, was wir verloren haben. Ihr hört nicht ein Wort von dem, was ich sage, oder? Mhm. Ihr wisst aber schon, wie bezaubernd ihr seid, oder? Natürlich, was immer ihr für das Beste haltet. Was? Was ist passiert? Ich sagte, ihr seid bezaubernd. Ihr macht euch über mich lustig. Ein bisschen vielleicht. Was aber nicht heißt, dass ihr nicht bezaubernd werdet. Naja, wie auch immer. Ist alles in Ordnung? Oh, ja. Ich muss mir einfach nur über so vieles klar werden. Also, was ist Isatunol? Isatunol ist eine Bestätigung. Eine Feststellung der Existenz. Des Seins. Es bedeutet, ich bin hier.
Aber nein, nicht ich. Ich ist Singular. Es heißt aber auch nicht wir. Wir hieße mehrere Einzelne. Was? Isatunol ist die ewige Hymne, die jegliche Zeit umfasst. Und jeglichen Raum. Ich bin, wir sind dies und das, hier, dort, jetzt und für alle Zeiten. Naja, wichtig ist nur, dass ihr glücklich seid. Glücklich? Nein, glücklich ist es nicht. Ganz. Ja, das könnte es sein. Ich bin mir sicher, Isatunol beschreibt, wie wir die Zwerge einst waren. Aber es wird in keinem einzigen Buch erwähnt. Es fehlt in der gesamten Geschichtsschreibung. Wenn wir etwas derart Wichtiges vergessen konnten, was haben wir dann sonst noch alles vergessen? Ich weiß es nicht. Entschuldigt, ich erwarte nicht, dass ihr eine Antwort darauf habt. Und danke übrigens, dass ihr mich plappern lassen habt. Gerne. Ja, du hast sowieso nicht zugehört, das ist eh wurscht. Okay. Den haben wir zugehört. Na super. Ich mach das auf Flirty, Mörty, dieses, jenes. Die pfeift mir was, Alter. Hört man einmal zu, Alter. Und ich sag sogar noch süß und alles. Gäh. Ja, wo hätte ich ganz vergessen. Aber bin ich leiwand. Bin ich echt leiwand. Hat echt was Süßes an sich. Bin ich schön. Find ich wirklich schön. Ich muss nur noch... Scheiße. Entschuldigung. Soll ich euch helfen? Nein, nein, ich schaff das. Fast fertig. Spiegel sind schon irgendwie komisch. Findet ihr nicht? Reflexion. Sie verzerren die Realität. Egal, was man auch versucht. Das ist es. Kontrolliert man erstmal diese Verzerrung, dann... Na, aber hallo. Was ist das für ein Ort? Wenn ich raten müsste? Ich würde sagen, das Nichts. Also, ein anderer Teil davon. Hat Morrigan nicht gesagt, diese Eluvien könnte überall hinführen? Ich hätte nicht gedacht, dass das auch woanders im Nichts bedeutet. Sie nannte es den Virevars. Freiheit der Wege. Ich frage mich... Wenn auf der anderen Seite das Nichts ist, bedeutet das nicht, dass es gefährlich ist? Wie so oft im Nichts? Gefährlicher als Elfengötter, die die Verderbtheit als Waffe benutzen? Gutes Argument. In einigen älteren Texten wurde über einen Ort im Nichts geschrieben, durch den alle Eluvien miteinander verbunden sind. Eine Kreuzung, von wo aus man in wenigen Minuten an jeden Ort in Thedas reisen kann. Genau. So etwas Ähnliches haben wir gesehen, als wir Solas verfolgt haben. Vielleicht ist das das Gleiche. Es ist gleich. Und doch nicht. Okay. Wer bist du jetzt? Wer ist das? Aber schaut geil aus. Den als Begleiter zu haben, 10 von 10. Wer seid ihr? Und wie seid ihr hierher gekommen? Der Fangzahn des Wolfs. Ihr tragt ihn jetzt. Alte Pfade, eine neue Reise. Geht hindurch. Ich werde warten. Okay. Der bringt uns fix um. Ich weiß nicht, ob das eine Falle ist oder nicht. Aber wir haben keine anderen Möglichkeiten. Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Und Hen hat sich nicht gefährlich angefühlt, wisst ihr? Eher traurig. Fixfalle. 100%. Der will uns nur haben dran. Wir haben keine Ahnung, was oder wer Hen ist. Also lasst uns vorsichtig sein. Wir müssen für alles bereit sein. Und wir wissen immer noch nicht, was dieser Eluvien macht. Jemand sollte vielleicht zurückbleiben, falls er sich schließt. Gute Idee. Sagt uns einfach, wenn ihr bereit seid aufzubrechen, Rook. Und dann finden wir heraus, was los ist. Na, no, dann sehe ich ja da was in der Tür gleich so Futter oder wird dabei? Sei so, ich werde halt. Gäh. Gäh. Was ist das bitte für eine Frage? So, mich würde es jetzt einmal interessieren. Wie schauen wir da aus?
Wen kann ich da alles mitnehmen? Beziehungsweise will noch irgendjemand sprechen? Nee, das ist eigentlich quasi nur... Ja, hörst du, yo, ich bin in einer anderen Ebene, dementsprechend. Ich glaube, sobald immer wieder das Zeichen am Start ist, sollte man vorbeischauen. Rechne ich sehr, sehr stark damit. Passt. Ich würde sagen, haben wir sie eine. Let's go. Das kann was werden. Zeig einmal her, wen können wir denn da eigentlich quasi hauptsächlich einmal so aussuchen? Also ich würde ehrlich gesagt sogar fast sagen, dass ich sie mitnehme, weil sie ab und zu das ein oder andere bewirken kann. Und sie würde ich auch noch mitnehmen, ja. Ja, sie hat zwar eine coole Technik mit der guten Kombination und alles drum und dran, aber ich würde trotzdem sagen, ich nehme sie dazu. Ja, ja, nehmen wir die zwei Hübschen. Ja, fix, let's go. Na, das kann jetzt wieder was werden. Na, beste. Sag mal hier. Nochmals hallo. Wer seid ihr? Ein Behüter. Ich bin dort, wo ich gebraucht werde. Jetzt bin ich hier. Und wo ist hier? An der Kreuzung. Ja, wie ich das schon das eine Mal gesagt habe, da wird es wahrscheinlich dieses Wegesystem geben. Da wird sagen, erst da hat sich jetzt das nächste Tierl geöffnet, da hat sich das nächste Tierl geöffnet. Sowas rechne ich auch so ab und zu damit. Könnt ihr uns helfen? Ich habe das Gefühl, hier sollte man sich nicht verirren. Die Evanuris beanspruchen die Kreuzung. Ihr Einfluss breitet sich aus. Verderbtheit, Tod, Wahnsinn. Sie schicken ihre Schergen, um diesen Ort für sich zu beanspruchen. Die Kreuzung durchlebt eine Zeit der Notbewohner. Ich kann euch nicht beschützen. Das müsst ihr auch nicht. Wenn ihr euch den Göttern widersetzt, könnt ihr uns als eure Verstärkung ansehen. Ich würde ihn trotzdem richtig geil finden als Begleiter. Ich würde es extrem feiern. Ich würde es extrem stark feiern, wenn der ein Begleiter werden könnte. Boah, das wäre Hit. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Muss ich gleich kontrollieren. Akku sammeln und da kann ich gleich wieder austauschen, oder was? Weißt du, was mich gleich mal instant stört? Ich weiß schon mal ganz genau, wie viele Mitglieder wir haben. Scheiße. Es ist jetzt in dem Fall nicht so dermaßen tragisch, weil du nicht so dermaßen überfordert bist mit der Crew, wie damals in Inquisition. Inquisition, glaube ich, hast 15 Charaktere gehabt oder so gefühlt, oder 10. Nein, ich glaube sogar 12. 12, die was zur Auswahl gehabt hast. Da war es dann schon ein bisschen kritisch. Er war schon mal definitiv kritisch. Ich finde schon mal so leiwand. Okay, ja, du kannst im Prinzip eh nur zwei aussuchen. Aber ich finde das schon mal leiwand. Du musst halt natürlich dementsprechend auch schauen, wer halt mit wem kompatibel ist. Damit du die Effekte besser nutzt. Gerade wenn du vielleicht Albtraummäßig spürst oder irgendwas in der Richtung. Was ist dahinter? Werden wir das definitiv brauchen? Werden wir das auf alle Fälle brauchen? Wenn wir da auf Albtraum spielen müssten, damit wir die Platin daher kriegen oder irgendwas, na, dann ist das schon in dem Fall leider ein Muss. Es kann auch sein, dass halt auch gewisse Bereiche erst später eröffnet werden. Was ich auch sehr, sehr stark damit rechne. Die Götter gehen kein Risiko ein. Damit sich erst wahrscheinlich eins nach dem anderen öffnet. Oder jedes Mal, wenn wir einen großen Arc geschafft haben, hörst du, es hat sich wieder ein neuer Weg geöffnet, kannst du bitte vorbeikommen. So was wird es auch wahrscheinlich geben. Dass du immer wieder hier, vorbeikommst nach einem gewissen Story-Arc. Mit das ist praktisch, das sehe ich was. Er nimmt mir kein Mieterwapler. Das ist ein Hit. Ich werte das mal als ja. Ja, kannst du losreisen. Orte,
zwischen Orten. Wie sie sich da gleich mal gemütlich hinsetzen. So geil. Die Geister hier wurden vertrieben. Jetzt sind sie Flüchtende vor den Schergen der Götter. Gefühlt die Hälfte schon gleich. Ich habe die Wächter der Kreuzung zu ihrem Schutz beschworen. Vorsicht! Die Wächter schlagen alle Eindringlinge zurück. Uralte Verteidiger sind nicht sonderlich wählerisch. Kann ich schon wieder Gruppe neu aussuchen, der Gebiete, oder? Wirft Wüst bitte die Gruppe neu aussuchen. Der folgt mir alle 2 Meter, Alter. Erst Wüstgruppe ändern, Wüstgruppe ändern. Alter, und noch nicht einmal mit einer kämpft. Damit ich dann nicht einmal sagen kann, ob ich es ändern muss oder nicht. Aber Wahnsinn. Der Riss ist nichts, dort brechen sie durch. Wird mich interessieren. Ich nehme an, dafür können wir uns bei den Göttern bedanken. Na, wie schön. Bin eh schon gespannt, ich muss dann wieder später einkaufen gehen, Schule. Oh, ja. Ja. Machen wir gleich den hier auf wichtig. Ja, sehr gut, sehr gut. Schauen wir gleich, dass wir den Großen attackieren. Schauen wir, dass wir den Großen einen geben können. Auf wichtig und richtig. Ja, dass der andere auch noch hier schlägt. Doch ein Scheiß, okay. Das war so klar. Müssen wir hier aufpassen, wegen seinem depperten Schmuel und alles. Weil der erst kein Wort werden. Aber warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Jetzt. Ja, jetzt habe ich ihm relativ gut eine geben können. Perfekt. Der macht hier ein bisschen noch vor. Alles klar, Digga. Aufpassen. Gut zu wissen. Ja, hätte ich auch gesagt. Aber gut, dass man wenigstens Bescheid gibt. Das ist wichtig, das ist extrem wichtig. Weil dann kann ich das wenigstens ein bisschen da so einschätzen. Ich gebe ihm, bam, 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 bam und tschüss. Weil in der einen oder anderen Kombo kann das schon extrem wichtig werden. Oh, oh. Digga! Der sticht da die Leute, Alter, bist du deppert. Ich werde jetzt nix. Oh, da tut sie wenigstens auch ein bisschen was wieder. Das ist gut, das ist sehr gut, das gefällt mir. Gefällt mir, da tut sie wenigstens was. Und wenigstens ein bisschen abschießt den Wappler sicher und immer den hier und weg dieser. Und tschüss. Ah, oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da gibt es dann noch so. Oh, schauen wir sich einfach mal quasi jetzt ein bisschen alles an. Das ist schon leider. Ich kann mich da richtig schön entfalten. Richtig schön austoben. Sehr gut. Gefällt mir sehr. Gefällt mir wirklich sehr, dass ich mich da jetzt ein bisschen mehr austoben kann, mehr kämpfen kann und so weiter und so fort. Das ist ein Hit. Das taugt mir wieder. Kann ich wenigstens ein bisschen mehr kämpfen. Brauche ich ein bisschen das kämpfen. Wie ist denn das jetzt schon wieder? Ich kann eh nicht schießen. Aber da oben ist eh was. Sorry. Was wir vielleicht dezent gebrauchen könnten. Dankeschön. Fall gleich wieder raus. Es war mir eh irgendwann einmal klar, dass so ein Wappler wieder mal irgendwann einmal auftaucht, oder? Ich interessiert mich nicht, dankeschön. Warte, da machen wir dann einmal noch, damit man das nicht sieht im Chat. Das brauchen wir nicht. So, durch das dann nicht aus. Ja. Und der Scheißdreck da weg ist. Schaut an, sie wird das noch immer bleiben. Die Nachricht. Warte, noch einmal. Noch einmal. Ja, warte, jetzt muss ich das so oft machen. Spam jetzt den kompletten Chat voll.
Ach so, das ist... Oh, ich denk mir schon, Alter, was ist da jetzt los? Das ist mein meine Quest, was ich da jetzt gerade gesehen gehabt habe. Ich viel Trottel. Schön, dass ich immer der Klügste im Raum bin. Ja, moin. Und genau für solche Sachen habe ich sie ganz genau gewusst.